Uns wurde berichtet, dass es Regionen gibt, in denen Begleitpersonen in Impfzentren unerwünscht sind. Viele Menschen mit Behinderungen sind auf solche angewiesen, auch wenn das Merkzeichen H nicht vorliegt. Ja, welche Forderungen stellen Sie hier als politische Abgeordnete? Also wir sind ja in einer Situation seit Monaten, dass Politik total getrieben ist von dieser Pandemie. Und schon Basics vielfach nicht gut geregelt sind. Und Menschen mit Behinderungen drohen immer wieder zwischen den Rastern durchzurutschen, weil unter anderem auf sie nicht geachtet wird, sie nicht gesehen werden mit ihren Bedürfnissen. So, und deswegen ist es wichtig, das tatsächlich dahin zu tragen, wo Verantwortung übernommen werden muss. Das ist in dem Fall das Bundesgesundheitsministerium, das sicherstellen muss, dass sozusagen niemand, deren Assistenz Bedarf hat, ohne in solche Impfzentren reingehen muss. Und die müssen insgesamt, und das ist auch noch nicht überall realisiert, natürlich in jeder Hinsicht auch barrierefrei ausgestaltet sein. Dazu gehört auch das Recht, eine Assistenz mitzubringen. Erstmal schon die Grundsatzdiskussion, dass nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Menschen mit Behinderungen gar nicht in der höchsten Priorität genannt sind, sondern sie sind gar nicht genannt. Es gibt nur eine mittlere Priorität für Menschen mit geistiger Behinderung. Das lässt völlig außen vor, dass beispielsweise Personen mit Trisomie, Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung, Beatmungspatienten, andere Menschen mit Behinderung sehr, sehr hohe Risiken vergegenwärtigen, wenn sie sich mit einer SARS-CoV-2-Infektion auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist der erste Schritt, sie müssen überhaupt erstmal einen prioritären Zugang zu den Impfungen haben, denn es ist für uns deutlich, dass das Durchimpfen der Risikogruppen sich bis tief in das Jahr 2021 ziehen wird, wenn das sich bewahrheitet, was wir an Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Freien Demokraten heute ein Gesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, wo abweichend von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission Menschen mit Behinderungen in der höchsten Priorität genannt sind. Das ist das Erste, dass wir den Zugang überhaupt ermöglichen müssen. Dass wir dann natürlich die praktische Umsetzung sicherzustellen haben, ist auch eine Selbstverständlichkeit, und da wird es einen Großteil von Menschen geben, die hoffentlich gar nicht in die Impfzentren müssen. Auch bei der Durchimpfung der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB-11 sind, gehen wir eher davon aus, dass das in den Einrichtungen passiert. Das wird auch für viele Menschen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe möglich und erforderlich sein. Aber diejenigen, die mit Assistenz sich sozusagen frei bewegen können, die müssen diese Assistenz mitnehmen können. Das ist aber auch keine Frage der Rechtsetzung hier im Haus. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die sich aus Artikel 3 Grundgesetz ebenso ergibt wie aus dem Bundesteilhabegesetz und den Anforderungen an die vernünftige Durchführung der Impfung. Also sollte es da tatsächlich Schwierigkeiten im Detail geben, wird man sich damit im Einzelnen befassen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass das kein großes Problem werden wird.